Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Panzerkorps, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Slytherin aus dem Jahre 2011. Und wir befinden uns hier in der ersten von 22 Runden bei der Operation gegen die amerikanische Ostküste am 12. Juni 1945 bei klarem, trockenen Wetter. Und mit den folgenden Siegbedingungen erobern Sie alle Ziele mindestens 7 Runden vor dem Ende, um einen entscheidenden Sieg hervorzubringen. Wir hatten tatsächlich schon eine Aufstellung meiner Einheiten gemacht. Wir schauen mal auf die Karte. Dinge passieren hier. Ich habe vor, Nox einzunehmen, als auch, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Charlotte, was haben wir hier unten? Putney, hier haben wir Virginia Beach, yay! Und Washington müssen wir natürlich einnehmen, als auch New York. Das heißt, wir müssen hier weitaus tiefer in das Gebiet oder auf das amerikanische Gebiet vorstoßen, als damals in Panzergeneral 1. Bei Panzergeneral 1 war es ungefähr dieser Kartenausschnitt. Und jetzt ist es deutlich mehr. Ja, hui. Ich denke, das hier unten, ne? Ihr seht hier unten U-Boote, beziehungsweise nein, keine U-Boote, sondern Kreuzer und Zerstörer der amerikanischen Marine, was mich dazu oder vermuten lässt, dass die amerikanische Marine sich hier unten konzentriert. Das heißt, ich werde meine Marine zurückziehen, um ein Kräftegleichgewicht oder hoffentlich auch eine Übermacht in diesem Gebiet aufzubauen. Was ich gerne möchte, ist, dass ich hier anlande, hier oben. Was mich da erwartet, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, halt, Moment, das war falsch, ich möchte gerne die Luftwaffe. So viel an Luftwaffeneinheiten habe ich nicht, ne? Ihr seht hier ein paar Messerschmitt 262, yay! Allerdings auch hier eine Horten- bzw. Gotha 290 Ausführung A. Davon habe ich hier unten auch noch eine. Und eine Geschlachtflieger sowie einen strategischen Bomber. Warum ist das alles rot bei dem strategischen Bomber? Ist eine gute Frage. Vermutlich, weil er nicht hier drauf landen kann, auf einem Flugzeugträger. Wie das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber hier oben, da ist ein Flughafen. Und da werden wir uns natürlich mal heranpirschen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht wie, ich nehme mal den hier. Und werde, ich habe es auch noch einen Flughafen übrigens, mal hier hinfliegen. Aha, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Ich sehe nämlich, eine Küstenbatterie. Eine Festung, die macht auch ziemlich Aua, die werde ich so nicht angreifen. Was hat die denn für eine Reichweite? Die hat eine Reichweite von 3. Das hier ist... Moment, dass ich hier oben anlanden werde. Aha. Tiger. Was habe ich gesagt? Eine Reichweite von 3, ne? Nicht gut. Ja, die kommt nicht ran, okay. Ja, hier jetzt mit einem Panther anzulanden, macht keinen Sinn, weil ja hier die Radarstation ist. Was ich versuchen kann, ist, sie niederzubomben. Das reicht natürlich mit einem einzelnen Angriff, das reicht nicht aus. So, darum werde ich eine Pestmelöf. Ich werde mal hier den T-Shirt ansetzen. Und hier den Panther. Aus welchem Grunde? Die Batterie hier, diese Festung, kann nur eine Einheit unter Feuer nehmen. Die anderen kommen durch. Hurra! Das werden wir versuchen. So, 1, 2, 3, der geht hier hin.
So, hier gehen wir jetzt mit den anderen Landungseinheiten ein bisschen vor, um uns in Position der nächsten Landewelle zu begeben. Pioniere, ah, die hätte ich gerne hierhin gehabt. Ah, okay. So, und diese Landungskräfte werde ich jetzt natürlich mit meiner Luftwaffe verteidigen. Süchen, hier werde ich mich natürlich zurückziehen. So, ich baue hier eine Zerstörerlinie auf. Aha, guckt mal. Das ist ein Schlachtschiff. Das Schlachtschiff kommt noch nicht mal in Reichweite, um diesen leichten Kreuzer zu beschießen. Was? Und dann trifft das U-Boot noch nicht mal. Was ist denn das für eine verdammte Scheibenkleister? So, dann muss ich jetzt mal mit den Kreuzern ran. Es nützt ja nichts. Ah, schlechtes Karma. Hoppala, das war ein Zerstörer, das war falsch, das ist ein Kreuzer. Junge, 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 also meine Flotte. Die kann nur eins, mit Anstand sterben, ansonsten kann die nix. Sehr traurig, aber wahr. Damit ist der erste Zug meinerseits erfolgt. Jetzt ist der Gegner dran und ich habe Angst. Ich habe Angst, dass er mit einer übermächtigen Luftwaffe kommt und hier unten mit Schiffchen kommt, die ich nicht stoppen kann. Uah, wir werden gucken. Ja, genau. Kreuzer. Wow. Na klar. Oha, von da oben kommt er auch. Ja, wehrt euch! Verdammt! Wehrt euch! So, der erste Zerstörer ist gesunken. Na klar. Warum nicht? Wow. Massive Verluste meinerseits. Unglaublich. Erst einmal die Luftwaffe. Wow. Das ist natürlich Wahnsinn, dass eine elende kleine P-47 nicht herunterzuholen ist. Ohne Verluste. Ja. Schön. Wahnsinn. So. Also ich habe auf jeden Fall eine Landeinheit verloren. Wahnsinn, aber so ist es. Der Tiger ist hier, puh, wahnsinnig angeschossen.
Aber ich muss ja weiter ran. Ich muss ran. So, der Zerstörer Nummer 1 ist weg. Der Kreuzer ist ebenfalls weg. So, ich ziehe mich hier weiter zurück, weil gegen diese übermächtigen amerikanischen Streitkräfte sehe ich sonst kein Land. So, ja, genau, die Stukas, die schaffen es noch nicht einmal, einen Radarposten auszuschalten. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. So, aber ich gebe hier weiter etwas Luftunterstützung. Die ersten Einheiten sind gelandet. Ich habe auf jeden Fall eine Kerneinheit verloren, wobei ich nicht weiß, welche es war. Wurde von einem Zerstörer bzw. einer P-47 geknackt. Yay! Der nächste Zerstörer wurde zerstört. Er macht seinem Namen also alle Ehre. So, jetzt kommt er mit seiner strategischen Luftwaffe an. Und zerschlägt meine U-Boote. Dinge gibt es, die gibt es gar nicht. Wahnsinn. Also stärkste Verluste bei der Landung. Der Gegner kommt jetzt mit einer Luftwaffe an. B-29, P-47, P-51, nochmal P-51 und nochmal P-29, jawohl, B-29 und auch Invader Schlachtflieger sind dabei, mich hier so ziemlich aufzumischen. So, ich habe mich gerächt. Das heißt, ein Zerstörer ist erledigt. Der zweite Zerstörer wurde zerstört. Das erste Flugfeld gehört mir. Das ist ein Tiger, der geht raus. Die Hummel geht raus.
So, Moment, Moment. Ich habe ja die ersten Einheiten an Land. So, und besetze hier oben in New York. Halt, Moment, das ist ein Panther. So. Ich hätte vielleicht das alte Thema. Ich hätte zuerst wahrscheinlich wieder mal mit den Stukas angreifen sollen. Hoppala, aus Scheibenkleister. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe die P51 nicht gesehen. Und damit, oh nee, Leute, großer Fehler. Nee, diesen Fehler, den möchte ich nicht auf mich sitzen lassen. Ich habe das Ding nicht gesehen. Oh, weia, 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 weia. Grober Fehler. Ich habe neu geladen. Diesen Fehler, den muss ich korrigieren. Nein, 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 das geht so nicht. Also zuerst einmal. Die Zerstörer müssen dran glauben. Beziehungsweise der. Jener übrigens auch. Das U-Boot wurde zerschlagen. Hervorragend. So, die Infanterie hat sich auch, ja, ergeben hat sie sich nicht, aber sie wurde zumindest dem Erdboden gleichgemacht. So, ich habe diesen habe ich echt nicht gesehen, den habe ich komplett ignoriert. Den werden wir jetzt aber erstmal vom Himmel holen. So war gut, das war eine gute Luft- oder es war ein guter Luftwaffeneinsatz. Dasselbe macht die Messerschmitt 262 mit der Thunderbolt. Nein, es war eine Mustang und hat ein eisernes Kreuz erster Klasse gekriegt. Das war hervorragend. So, ne, jetzt gehen wir hier rein. Ist klar, er konnte sich hier dummerweise zurückziehen. Das ist nicht so doll gewesen, aber sei es drum. Zwei. Ich greife hier tatsächlich erstmal mit dem Panther an. Hat leider nicht gereicht. Verdammt. So, und gehe hier mit der Luftwaffe gegen seine Jäger vor. Das sieht auch gar nicht so gut aus, weil die Verluste horrend sind. Ich habe hier nur noch einen Jäger, beziehungsweise zwei. So, vernichte aber auch diesen Jäger. Wunderbar. Ne? Auch hier wieder Furcht ist Furcht.
Gott, der Mörser, der hat's hinter sich. So, hier haben wir eine Flak. Ah, eine Flak ist gut. Ja, den bra oh, dumm gelandet. Sehr gut. Sehr dumm angelandet, meine Einheiten. Wunderbar. Hier ist noch ein Stuka. Macht zwar keinen Sinn, aber egal. So, interessanterweise, der Flugzeugträger kann kein Abwehrfeuer organisieren. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Diese Einheit bekomme ich nicht hier rüber, sodass ich die nächsten Einheiten hier nicht anlanden kann. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das war hier dumm, dass ich hier einen Flak-Panzer, also quasi eine Fliegerabwehr, in die erste Reihe gestellt habe. Das war jetzt nicht so doll. Den Tiger kann ich nicht bewegen. Oh, ja, also es sieht hui, nicht so gut aus. So, der nächste Zerstörer hat es hinter sich. Und er kommt jetzt wieder mit taktischen und strategischen Bonbon und haut mich hier so ziemlich in die Pfanne. Wahnsinn. Sehr schön. Also so schön ist es nicht, aber was soll ich denn machen? Wir kämpfen erstmal weiterhin den Landeabschnitt frei. Ja, wir gehen hier mal weg. So, hier kann man jetzt natürlich angreifen. Der hält hier echt aus. Das ist unglaublich. Das hätte ich jetzt natürlich mit dem Stuka machen können, aber egal. So, neben den ersten Flugfeldern sehe ich hier den Gegner, der sich hier regeneriert beziehungsweise restauriert. Halt, nein, das machen wir nicht. Yay, ein Kriegsheld. So, und zerschlage hier erstmal einen Zerstörer. Wow, große Verluste. Deshalb werde ich hier erstmal die taktischen Bomber runterholen. Als auch die B-29. Zum Glück hatte ich hier nicht allzu viel zu melden. So. Ha, Moment.
Süchen, die Luftwaffe, also die gegnerische Welsche, ist erst einmal außer Sichtweite, so möchte ich es formulieren. Ich habe wahnsinnige Verluste erlitten und ziehe mich jetzt erstmal weiterhin zurück. Ich habe hier noch einige Einheiten, die Dinge machen können. Aber bleib hier tatsächlich erst einmal in der Defensive. Ungeheuerliche Verluste, aber ich bin tatsächlich gelandet. New York ist meine und ich werde jetzt gegen Washington vorstoßen. Prinzipiell sieht es erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe noch vier Kernfelder frei, könnte mir also Dinge kaufen, wenn ich denn das Geld dazu habe, also die Prestigepunkte. Das sieht es momentan noch nicht so aus. Die, die ich habe, verwende ich dazu, um meine Einheiten wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt, der Gegner ist dran. Ja, alles gut. Er hat mich gesehen. Warum hat er mich gesehen? Weil diese Radarstellung hier noch da ist. Jetzt werde ich mich aber erstmal ein bisschen auf ihn konzentrieren. Erstmal knipsen wir ihm das Licht aus. Die Arado, das müsste eine Arado sein, weiß ich jetzt gar nicht, die macht erstmal Dinge. Und zwar schlimme Dinge für den Gegner. So, ich werde jetzt meine Luftwaffe, die jetzt hier frei geworden ist, entsprechend einsetzen. Tja, und ihn auch schon erste Verluste zufügen. Ja, Wahnsinn. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Wo habe ich denn da? Ich werde jetzt natürlich mich jetzt hier langsam Washington nähern. Versuchen, keine größere Verluste einzufahren. Das heißt, ich warte hier auf die Einnahme, auf meine Infanterietruppen, die das dann übernehmen werden. So, ne, den Flughafen, den möchte ich natürlich auch erstmal einnehmen. Ist klar. Wunderschön. So, hier gehen wir vor. Landen die nächsten Truppen an.
So, hauen hier schon mal drauf. Ne? Wir haben ja auch gelernt, dass indirektes Feuer bzw. indirekte Schäden auch schlecht für den Gegner sind. Das heißt, er verliert Verschanzung, er wird unterdrückt, verliert Munition und damit natürlich auch ein bisschen Moral. Und im Endeffekt kann ich ihn dann besser niederringen. So, wir gucken mal auf die Karte. New York ist genommen, ich stehe vor Washington und der Durchbruch in das Landesinnere steht bevor. Und da gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Nach wie vor, es sieht gut aus. Mein strategischer Bomber macht Dinge. Unglaubliche Dinge. Schlachtschiff, schwerer Kreuzer. Wow. So, und jetzt kommt natürlich die aktuelle. Also, boah, ich weiß nicht, wie lange es so bleibt, aber meine aktuelle Überlegenheit in der Luft kommt jetzt zum Tragen. Ich habe ihn jetzt einige Artillerieeinheiten zerstört. So. Yeehaw! Also das sieht jetzt doch ziemlich gut aus. Er hat jetzt tatsächlich etwas an Verlusten einfahren müssen. Er hat 2 Panzer und 2 Artillerieeinheiten verloren. Er hat hier einen leichten Kreuzer eingebüßt. Und jetzt versuche ich ihm Washington, naja, ich möchte sagen, vielleicht noch nicht abzunehmen, aber zumindest ihm hier einige Verluste beizubringen. So, damit ist Washington erobert. So, wunderbar. Also das war jetzt wirklich hervorragend. Er hat tatsächlich hohe Verluste erlitten. So, und jetzt werde ich mal hier aufklären. Okay, ich sehe noch nichts. Jetzt ist die Frage, wo ist er hin mit seiner Marine? So, hier runter. So, ich finde es momentan ziemlich gut. Es läuft. Also, ich habe schon 3 Ziele eingenommen. New York, Washington 1, Washington 2. Gehe jetzt auf Richmond weiter vor und werde auch hier, oh Gott, wie heißt das? Huntington
letztendlich angehen. Das bedeutet für mich, dass ich meine Einheiten aufteilen muss. Das ist natürlich nicht gerade gut, weil sie damit an Schlagkraft verlieren werden, ne? Und wir werden sehen. Ich gucke nochmal ganz schnell auf die Karte. Virginia Beach da unten, das sind zwei Ziele. Ja, ich müsste so durch die Mitte gehen, ne? Und dann nach links und rechts immer weg. Boah, schwierige Angelegenheit. Ich würde aber sagen, erstmal, der Gegner ist dran, weil ich kann ja nichts mehr tun, oder? Moment, mal gucken. Ich hätte jetzt hier noch zwei Schiffe und zwei Flugzeuge, die ich aber belasse, da wo sie sind, beziehungsweise, Moment. Ich könnte hier nochmal ein bisschen Jagdschutz hin tun. Und auch hier Jagdschutz. Für alle Fälle. Er kommt, und zwar mit einer M7. Das müsste doch eine Priest sein, oder? Ja, ich glaube schon. Ich kann es schlecht erkennen. Ist auf alle Fälle eine Artillerie. So, wo habe ich denn meinen Aufklärer? Der ist hier, ne? Der klärt mal auf. Ich würde mal sagen, der stellt sich mal hier hin. So. Der geht mal hier runter. Der sollte eigentlich hier mal ein bisschen Licht machen, um zu schauen, ob hier auf diesen Feldern etwas ist. Weil, wenn nicht, könnte ich nämlich mit der Infanterie schon den Flughafen besetzen. Ja, so muss ich jetzt den Jäger dahin schicken und sehe tatsächlich noch eine weitere Priest, also ein Artilleriegeschütz. Da werde ich doch mit dem Panther hingehen und das entsprechend regeln. Okay, da ist keine Verteidigung drin. Das machen wir uns natürlich zunutze, ist klar, ne? So, die Infanterie geht vor. Oh, und ich sehe hier weitere Kräfte, und zwar Jagdpanzer, die auch ziemlich kräftig sind. Hallo, die Waldfee. Uiuiuiuiuiui, da muss ich mir jetzt gerade mal überlegen, was ich mache. Wow! Also da ist nicht nur ein Jagdpanzer. Da sind viele. Und die werde ich jetzt tatsächlich mit meiner Luftwaffe angreifen. Und zunächst erstmal dezimieren. Was mache ich denn hier unten? Ich bin jetzt hier gerade etwas unschlüssig.
Oh. So, und habe hier noch ein U-Boot aufgedeckt. Das ist natürlich nicht so gut, weil das U-Boot wird mir jetzt Verluste zufügen, weil ich zu schnell mit meinem Schlachtschiff vorgestoßen bin. Gut. Jetzt muss ich gucken, was er hier mit seiner Panzergruppe macht. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass drei Jagdpanzer und mindestens ein Sherman nicht zu unterschätzen sind. Ich könnte jetzt hier mit dem Panther G, ein guter Panther G übrigens, angreifen. Passt auf, ich mach das auch. Damit sind es nämlich nur noch zwei und die halte ich mit dem Panther und mit dem Panther und mit den Panthern in Schach. Das sollte funktionieren. Der Gegner ist hier mit dran. Ja. War klar, aber er ist zumindest nicht auf das Schlachtschiff gegangen. Wow! Das war jetzt voll gemein. Ich lade nochmal. Das war jetzt aber. Wo kam der denn her? Nein, ich will nicht, dass meine Hummel drauf geht. Die habe ich jetzt auch gar nicht so im Blick gehabt, dass sie so exponiert ist. Wahnsinn. Oh, das ist noch die 12-8er, die ja nicht in Bodenkämpfe eingreifen kann. Ja. Oh ja, wie mache ich denn das jetzt? Da muss ich mal kurz überlegen. Moment. So, wir ziehen natürlich jetzt hier die Kräfte alle nach,
Wo habe ich denn hier? Hier habe ich noch einen größeren Brocken. So, ich habe hier auf alle Fälle, Moment, ich habe hier dieses U-Boot. Das nervt extrem, weil ich dieses U-Boot nur mit Schlachtfliegern bekämpfen kann. Meine Schlachtflieger wiederum sind hier im Einsatz bereits gebunden und nicht verfügbar. So, der Tiger kriegt und auch die kriegt. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit der Luftwaffe? Also, meine Überwasserkräfte sind jetzt hier gegen dieses U-Boot machtlos. Ich kann sie nicht einsetzen. Mein Zerstörer ist, naja, der ist zerstört quasi. Und ich werde also meine Unterstützungskräfte hier wegziehen. Ja, hier, ich kann nicht angreifen. Funktioniert nicht. Auch mit dem strategischen Bomber geht es nicht. Was könnte der denn tun? Der könnte mal hier angreifen. Boah, er haut richtig auf die Kacke. Das muss ich schon sagen. Ne? Also ich denke, es sieht verhältnismäßig gut aus. Der Vorstoß funktioniert. Auch hier letztendlich Huntington ist eingenommen. Ich werde jetzt hier vorstoßen und dann gegen, ich muss gucken, wie es heißt, vor Knox dann vorgehen. Und auch jetzt hier Süden, Charlotte als auch Chattanooga. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Dann letztendlich angreifen. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Auch hier, Virginia Beach ist bereits in Sichtweite. Ich sehe ja ein U-Boot, hurra! Und ich sehe natürlich auch eine Infanterie. Ich sehe hier einen M26 und hoffe, dass ich die alle zerstört kriege. Also an Landstreitkräften war ich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt von der Gegenwehr. Es ist gut gelaufen. Ja, das war mir schon klar. Ich hoffe, er überlebt. Ja, er überlebt. So, das heißt, die Luftwaffe wird jetzt hier nochmal. Nein, das war falsch. Ich muss hier bombardieren. Da ist noch ein Stuka. Nicht schlecht. Die Hellcat verkauft sich hervorragend. So, erst einmal wieder mit der Artillerie draufhauen. So oft wie es geht. Und dann zerstören wir das Fahrzeug. Eins, zwei, drei.
So, wir umstellen hier Virginia Beach, holen dann natürlich auch die Artillerie nach. Wisst ihr was? Ach so, ich kann ja nicht weiter. Ich wollte gerade versuchen, Cincinnati einzunehmen. Aber ich komme leider nicht bis ran. Verdammt! Jetzt ist die Frage, inwiefern hier die Tiefe des Landes verteidigt ist. Der geht mal hier ein bisschen zurück, weil der hat es beinahe hinter sich. Die Luftwaffe. Ne, hier, scheiß U-Boot. Das gefällt mir gar nicht. So, die Luftwaffe, die ist jetzt so gut auch nicht. So, und verbleibe so. Meine Seestreitkräfte kann ich so lange nicht einsetzen, wie das U-Boot hier herumoxidiert. Das heißt, ich werde dann versuchen, ihn mit dem Stuka außer Gefecht zu setzen. Dann komme ich dann nämlich mit den großen, schweren Streitkräften wieder ran und kann, beziehungsweise, wartet mal, aus der Ferne kann ich das vielleicht jetzt schon tun, hier ordentliches Vorbereitungsfeuer geben. Die müssen ja nur draufhauen. Wow! Was war denn das? Was war denn das? Das war ein M26, der jetzt ziemlich aufs Maul mir gegeben hat. Nicht schön, aber wahr. So, das U-Boot wurde auf alle Fälle beschädigt. So, dann gibt es natürlich noch mal mit der großen Kelle. Und ich kann das Ziel einnehmen. Die Küstenbatterie ist unschädlich gemacht worden. Ja, und ich stoße hier weiter auf die nächsten Ziele zu. Hoppala! Flak und Artillerie. So, hier oben müssen wir jetzt mal ein bisschen Acht geben, weil da ist ein Gegner. Die Frage ist, wie kann ich ihn Paroli bieten? Wir hauen auf alle Fälle erstmal mit der Luftwaffe drauf, ist klar. Thank you.
Machen wir hier noch ein bisschen Terror aus der Luft. So wie sich das gehört, habe ich noch einen... Na ja, ne? Ich habe ihn doch. Toben wir uns mal hier aus. Der geht in die Werft. Die, beziehungsweise das U-Boot, ja, ne, wir bleiben da mal fern. So, ich schau mal, was ich hier noch an Einheiten habe. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Eher nicht so. Hier habe ich noch eine Messerschmitt. Die könnte mal hier mal so leicht aufklären. Wieso sehe ich nichts? Ja, weil es natürlich bewölkt ist. Deswegen hätten wir doch mal vorher drauf geguckt. So, der Gegner ist ein letztes Mal in dieser Episode dran. Er haut mit seinem U-Boot ab. So, habe ich hier noch? Moment. Wo ist denn mein... Da, mein Stuka. Mein zweiter Stuka kommt leider nicht ran. Dinge passieren hier. So, ne, wir haben ja gelernt, beste Artillerievorbereitung spart Tränen und Blut. Wir umgehen den Feind, nehmen ihm seine Unterstützungswaffen. So, und nehmen hier ihm an der Küste seine Augen, so dass er mich hoffentlich nicht mehr so dolle ausspähen kann. Auch hier wieder, ne? Schlagen wir ihn hier erstmal. Oh, da ist der nächste Panzer. So, Moment. Und nehmen hier erstmal wieder ein paar Dinge ein, nämlich ja, Ziele, Nebenziele natürlich, aber immerhin Ziele und erhalten so zusätzliche Prestigepunkte. Die Infanterie holen wir nach. Es ist klar und trocken. Yeah! Hier unten bei Myrtle Beach, Gott, was sind das für Namen, sind weitere Seestreitkräfte gesichtet worden. Und zwar ein Scharlachtschiff, ein zweites Scharlachtschiff und ein Zerstörer. Das heißt, das sind optimale Ziele für die Luftwaffe, natürlich nicht für die Jäger, sondern für meinen Stratbomb. Also für meinen strategischen Bomber natürlich. Der kann dann hoffentlich Dinge tun. So, ich habe hier noch einmal, den kann man hier hin tun. Aha, habe ich mir gedacht. Die Flak geht vor. Kann leider nicht erobern, aber immerhin. Und ich würde mal sagen, der Gegner ist noch einmal dran. Jawohl. Das heißt, ich muss mit meinen Landstreitkräften hier weg.
Wow, nun ist aber gut. Nicht schlecht, aber ich habe ihn damit aus der Reserve gelockt. Das heißt, mit meinem strategischen Bomber kann ich jetzt hier vorwärts fahren und ihm richtig mal Paroli geben. Schaut euch mal an. 6, 7, 7. Wenn alles gut geht, 7 Einheiten vernichten auf einem Schlage. Das läuft hoffentlich gut. Aber für heute soll es tatsächlich erstmal gewesen sein. Was ist denn das für einer? Das ist ein M20. Das ist ein Aufklärer. War da nicht vorher ein Panzer, ein Sherman oder sowas? Muss ich aufpassen hier, ne? Also hier starkes Ziel. Auch hier unten, ne? Das ist das zweite Ziel. Das ist das dritte Ziel. Ich habe noch 4 Ziele einzunehmen. Wir gucken nochmal auf die Karte. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich kann mich hier tatsächlich von der Küste fernhalten. Und dann habe ich es. Dann habe ich es. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin in Runde 12. Ich muss in 3 Runden fertig sein. Das werde ich. Puh, Leute, das werde ich nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Nicht, dass er jetzt hier große Verteidigung hat, aber ich muss erstmal bis dahin kommen. In 3 Runden? Nee. Keine Chance. Da habe ich mich irgendwo zu lang aufgehalten. Ich wüsste jetzt zwar nicht wo, aber so ist es. Zunächst einmal speichern wir. Es ist trotzdem gut gelaufen und ich freue mich schon auf die nächste Runde, die wir gemeinsam in Panzerkorps erleben werden. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Obacht, ganz wichtig, habt Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.